Hallo nach draußen. Liebe Grüße, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Marco Lorenz. Kennt ihr das auch? Einfach mal die Ruhe genießen vom Alltag. Einfach mal den Sound der Natur genießen, was draußen so abgeht und so weiter. Ist das nicht einfach nur schön? Ich finde ja. Es reicht ja, dass das Wetter jetzt ja wieder einigermaßen besser geworden ist. Wir haben es ja ein bisschen wärmer draußen wieder. Ein bisschen wärmer. Das heißt, man kann das Wetter wieder ein bisschen mehr genießen. Und ja, wäre heute nicht der Wind und mehr Sonnenschein, wäre es sogar noch besser. Hätte ich noch frei, wäre es noch besser. Wäre heute schon Sonntag, wo ich ganz frei hätte, wäre noch besser. Wir haben Freitag, manche starten das Wochenende, ich selber nicht, weil ich darf morgen noch mal arbeiten, habe dann Sonntag frei und darf am Montag gleich wieder arbeiten. Ach, ist das Leben nicht schön? Umso mehr muss man halt die Momente genießen, wo man quasi wirklich eine Zeit hat, runterzufahren. Ja, bevor das Kind auftaucht, das kleine Kind, bevor Besuch auftaucht oder irgendwas anderes, einfach mal den Tag genießen, den Wind lauschen. Ich meine, wäre ich jetzt nicht auf dem Balkon, der verglast ist, wird der Wind schon kalt sein. Und oben dieses Plastikding von unseren Nachbarn, wird das dann halt um anklopfen da und dauernd, wäre es auch noch ein bisschen ruhiger auf dem Balkon. Aber naja, gut, man kann ja alles haben. Was ihr zumindest haben könnt, ist heute Abend YouTube. Wir haben heute Abend eine Primetime-Premiere, 20:15 Uhr auf YouTube. Ich hätte fast gesagt ProSieben, aber nein, exklusiv auf YouTube gibt es eine Primetime-Premiere 2015. Wir haben einen neuen Produkttest. Nämlich, wir testen aus Die Höhle der Löwen eine WC-Bürste und die lassen wir antreten gegen eine normale Old-Button-WC-Bürste. Ist das alte wirklich so schlecht, wie es sein sollte? Ist das neue wirklich 10-mal besser? Ja oder nein? Das Ganze werden wir heute Abend herausfinden. Wie kannst du mir sagen, wir haben es ja schon getestet, das Video ist ja schon gedreht. Wir waren überrascht gewesen von dem Ergebnis und das sogar deutlich überrascht. Man muss wirklich sagen, ja. Schaltet ein, 2015, YouTube. Es ist mal wieder das berühmte Beispiel, wo man sagen kann, Höhle der Löwen, Innovation, ja, für kleines Geld. So, und wer jetzt Höhle der Löwen kennt oder meine Produkte kennt, der weiß schon genau, wie es gemeint ist. Aber wir wollen jetzt noch nicht so viel verraten, nicht so viel vorspoilern, ja, weil das wäre ja, das braucht ihr mal einschalten, das wäre langweilig. Gestern hatten wir ja auch schon unser Gewinnspiel weitergemacht, nämlich schon Folge Nummer 4. Ich habe gestern Abend nochmal geguckt, Folge Nummer 4 mittlerweile für unser Gewinnspiel. Ihr könnt eine Guthabenkarte gewinnen von Amazon. Und wir suchen eine Person und ja, macht einfach mit bei unserem Gewinnspiel. Kostet nichts. Ihr müsst nur eine E-Mail schreiben, wenn ihr meint, ihr kennt die Lösung, an gewinn.marcolorenz@gmail.com. Und dann könnt ihr eine Guthabenkarte gewinnen, wenn ihr die erste Person seid, die mir die richtige Antwort schickt. Macht mal mit, schaut mal bei unserer Playlist Gewinnspiele nach oder der, ein von den gestrigen zwei Videos. Also ich glaube, das Video heißt, wer ist das? Ich glaube ja. Da schaut ihr mir einfach nur, wen wir suchen und mit Glück gewinnt ihr halt diese eine Guthabenkarte, die wir quasi an euch verschenken. Ja. Ich habe es gehört, in der Küche hat es bumm gemacht. Das heißt, mein Essen ist jetzt mittlerweile warm. Brötchen. Ja, ich mache mir schöne Brötchen jetzt zum Frühstück, obwohl es Mittagszeit ist, aber ist egal. Jetzt bin ich jetzt erst gerade zu Hause angekommen. Also, jetzt gibt's Frühstück. Für euch gibt es jetzt meine YouTube-Videos. Schaut einfach mal rein, teilt meine Videos. Helft mir mit beim Durchbruch 2023. Hashtag Durchbruch 2023 hier auf YouTube, damit wir quasi. Vielleicht schon in diesem Jahr oder spätestens im nächsten Jahr wirklich komplett durchstarten können, euch noch viel mehr bieten können, als wie wir es jetzt schon machen. Und ja, wer Langeweile hat, schaut mal in die Video-Reports, die ich jetzt täglich derzeit mache. Da habt ihr auch ein bisschen Material schon. Also ab erst, seit 1. Januar laufen die ja schon. Und das täglich eine Folge von, naja, im Durchschnitt sagen wir so 3 Minuten. Ja, aber da gibt es schon was zu hören. Oder auch als Podcast geht das Ganze ja auch, also nicht direkt als Podcast, sondern man kann quasi das Video anmachen und dann quasi wegpacken. Und ich freue mich schon mal wieder über die GEMA. Die GEMA freut sich, die verdient jetzt durch mich wieder Musik. Durch mich Musik, durch mich Geld. Oder YouTube erkennt die Musik gerade nicht. Ich weiß nicht, wir werden sehen.
beim Motorisieren des Videos. Ach, die Zeit rennt immer so. Gut, wieder. Genießt ein bisschen Ruhe. Ihr abonniert meinen Kanal. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Markulos-YouTube. Denkt an das Gewinnspiel. Gewinnt eine Guthabenkarte. Und wir sehen uns morgen wieder zu einem Daily Video Report. Mal gucken, vielleicht ist morgen das Wetter ja noch ein bisschen besser. Und ich werde mir den Feierabend noch ein bisschen genießen. Also, ich werde mir den Feierabend ein bisschen genießen. Das ist das richtige Wort. War das auch das richtige Wort gewesen? Feierabend ein bisschen genießen? Nein, nicht ganz. Okay. Bringt's mal Glas? Ja, ein großes.